Das Dossier. Solltest du nun schon im Geiste ausrufen wollen, oh, ein Christkind, die Replik wird lauten, eher schon ein Teufelsbraten. Übrigens heiße ich auch nicht ob irgendwelcher christlicher Bezüge an Christine, sondern weil meine Oma Jeanette nicht aussprechen konnte. Daher befanden dann meine Eltern, dass sie besser etwas nehmen sollten, das leichter von der Zunge geht. Da man mich mindestens so oft mit Ann-Kathrin wie mit Ann-Christin anspricht, bin ich nicht sicher, ob die Wahl so ideal war. Aber der gute Wille zählt, jedenfalls darauf lege ich gesteigerten Wert, sind Geburtstagname und die durch ihn bezeichnete gänzlich unchristlich. Wer Russia Today verfolgt, kennt Berichte von ihr. Sie arbeitet dort journalistisch, sie lebt in Moskau, hat mit The American Meltdown, übersetzt der amerikanische Zusammenbruch, einen eigenen YouTube-Kanal, noch recht klein, in etwa in der Liga der kleinen Audiodatei. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass sie in einem Interview mit Flavio von Witzleben vorgestellt wurde. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Mensch Flavio, als Kommentar bekommst du die kleine Audiodatei mit deinem Gespräch mit Ann-Christin Iversen. Frau Iversen, Sie sind in Schleswig-Holstein auf einem Hof aufgewachsen, haben daraufhin Philosophie, Germanistik und klassische Indologie studiert, haben später dann im Fach Ethnologie promoviert. Sie sind Mitglied im Verein Deutsche Sprache und engagieren sich gegen die gendergerechte Sprache. Sie sind jetzt heute Journalistin, schreiben eigene Texte und bauen derzeit auch einen eigenen YouTube-Kanal auf, wobei sie sich überwiegend mit Geopolitik und vor allen Dingen aber auch mit der Rolle der USA beschäftigen. Frau Iversen, vielleicht zu Beginn, ich habe jetzt schon in ein paar wenigen Sätzen etwas zu Ihrer Person erzählt. Können Sie für Ihre Zuhörer das noch ein wenig ausführen? Und wie lebt es sich eigentlich im Reich des Bösen in Moskau, Frau Iversen? Ja, fangen wir am Anfang an. Genau, also ich komme ursprünglich, also ich bin in Hamburg geboren, aber eben dann früh ins schleswig-holsteinische Exil geschickt worden und dort auf einem Bauernhof groß geworden, was mich auch, muss ich sagen, wirklich sehr geprägt hat. Komme ich vielleicht gleich noch zu. Und dann habe ich eben Philosophie studiert und Ethnologie, weil mich fremde Kulturen immer schon sehr interessiert haben. Und ich habe dann tatsächlich während der Promotion nochmal einen Bachelor gemacht in Germanistik mit klassischer Indologie, weil es sonst so langweilig geworden wäre. Also im Grunde genommen hat mich immer das Reisen, fremde Kulturen hat mich immer schon interessiert und ich hatte auch immer schon die Motivation, vielleicht mal im Ausland zu leben. Insofern ist es jetzt auch nicht so exotisch vielleicht, dass ich dann irgendwann diesen Schritt gemacht habe und jetzt aktuell meinen Lebensmittelpunkt in Moskau habe, wo es sich ziemlich gut lebt. Vielleicht gleich als Überleitung noch zu meinem Projekt, meinem Kanal, um das noch ein bisschen einzubinden. Das kommt vielleicht Leuten auch manchmal ein bisschen komisch vor, ne? Die sitzt jetzt irgendwie da in Russland und macht was über die USA, aber sie kommt aus Deutschland. Warum? Und ich glaube wirklich, das kommt daher, dass das Interesse an Kulturen immer da war. Ich habe auch viel Zeit in den USA verbracht. Ich habe ja auch meine Dissertation über ein Thema mit US-Bezug geschrieben. Und was mich immer an den USA besonders fasziniert hat und was mich auch an Russland sehr fasziniert, ist, dass diese eigentlich ja total verschiedenen Kulturen, die treffen sich aber irgendwo. Und wenn man genauer hinguckt, sind die gar nicht, sind jetzt wahrscheinlich beide böse, wenn ich das sage, aber sind sich gar nicht so unähnlich, weil in beiden Kulturen so ein absoluter Freiheitsgeist verankert ist. Ja? Ann-Christin Iversen entdeckt Ähnlichkeiten zwischen Russland und den USA. Na, ich glaube, man muss also sich immer den Durchschnittsmenschen vornehmen und gucken, wie agiert der eigentlich in seinem Leben. Und so wie ich das in den USA wahrgenommen habe, wobei man sagen muss, ich habe in den USA natürlich auch mit ganz verschiedenen sozialen Schichten
gearbeitet oder bin zusammengekommen. Aber ich sage mal einfach, dieser Durchschnittsmensch, der ist ja gar nicht so wahnsinnig politisch. Der möchte im Wesentlichen vor sich hin leben und er möchte nicht, dass sich der Staat so wahnsinnig viel in seinen Alltag einmischt. Dann hat er ein, wie auch immer man das bewerten will, ein subjektives Gefühl von Freiheit. In dem Sinne, er kann im Wesentlichen tun und lassen, was er will. Und es ist für die Sicherheit im Land gesorgt. Man kann sich seinen Lebensunterhalt verdienen und so weiter. Also es gibt einen Rahmen und in dem kann man sich relativ frei bewegen. Und dieses Gefühl ist eigentlich in Russland ähnlich. Die Menschen sind hier eigentlich gar nicht wahnsinnig politisch. Das ist denen im Wesentlichen egal, solange alles stabil ist und einigermaßen funktioniert und man eben seinen Lebensunterhalt verdienen kann und so weiter und so fort. Das heißt, diese Ideen, die halt im Westen immer dominieren, ja, also man muss jetzt also sich auf ganz besondere Weisen ausdrücken. Ich werde das jetzt mal nicht klar benennen, weil sonst werden wir gleich von YouTube gesperrt. Aber das interessiert den Durchschnittsmenschen ja herzlich wenig. Und ich glaube, in diesem Sinne sind sich die beiden Kulturen relativ ähnlich. Und sie sind sich auch relativ ähnlich darin, dass das, was eine Obrigkeit ihnen jetzt irgendwie vorgibt, an kleinen Regeln, die im Alltag vielleicht manchmal ein bisschen stören. Ich drücke es mal sehr vorsichtig aus. Da lässt man auch gerne fünfe gerade sein, wenn da gerade nicht so hingeguckt wird. Und das ist was ich in jedenfalls in den ländlichen USA eigentlich in ähnlicher Weise wahrgenommen habe. Das ist so, man regelt das alles irgendwie so selbst vor Ort. Und das gibt den Leuten subjektiv ein gewisses Gefühl von Freiheit und Autonomie. Mensch, bei so viel Freiheit bekomme ich Lust, das Album von Leslie Mandoki zu hören. Aber zurück zu Ann-Christine Iversen, zu ihrem eigenen Kanal, The American Meltdown. Fokus ist eigentlich alles, was an politischen und kulturellen Trends in den USA gerade abläuft und das aufzubereiten für ein deutsches Publikum. Immer auch mit der Frage im Hintergrund, was bedeutet denn das eigentlich für Deutsche? Wird das in Zukunft uns ähnlich ereilen? Wird sich das vielleicht in anderer Weise manifestieren? Es ist natürlich je nach Thema dann ein bisschen unterschiedlich und kann auch in unterschiedlichem Maße nur behandelt werden. Aber das ist auf jeden Fall eine der Leitfragen, die wir auch uns vorgenommen haben, immer wieder aufzugreifen. Aber vor allen Dingen eben auch unabhängigere Weise darüber zu berichten, was dort vor sich geht, sowohl im kulturellen Bereich als auch eben im politischen Bereich. Und das berührt natürlich dann auch ganz klar geopolitische Fragestellungen und so weiter. Was man unschwer hört, mitreißend und aufpeitschend ist Ann-Christine Iversen nicht. Was umso angenehmer sein kann, wenn man eine halbe Stunde Paul Brandenburg hinter sich hat. Ja, also ich glaube, das muss man ganz differenziert betrachten. Wenn wir uns die Ukraine-Krise ansehen, dann bin ich der festen Überzeugung, aber aus Gründen, die ich da ja auch dargelegt habe, dass er auf jeden Fall Frieden anstreben wird und wahrscheinlich auch tatsächlich in der Lage ist, Frieden zu schaffen oder mindestens einen Waffenstillstand, wie auch immer man sich das dann vorstellen muss. Einfach aus den Gründen, also zum einen ist es ja tatsächlich so, dass er Selenskyj und Putin sehr gut kennt und er ist, und das finde ich, ich bin kein Trump-Fan oder so, ja, also ich sehe das einfach so aus rein pragmatischen Gründen. Er ist ja jemand, der mit jedem spricht und der da überhaupt gar keine Berührungsängste hat, auch nicht mit dem nordkoreanischen Präsidenten. Das haben wir immer wieder gesehen in seiner ersten Amtszeit und das hilft ihm natürlich auch, weil er
weitgehend unvoreingenommen in so eine Sache reingeht und mit den Leuten spricht und das einfach als eine Art von Deal, die da erreicht werden muss, ansieht. Und ich glaube, das ist wahnsinnig viel wert in dieser Situation, wo alle westlichen Politiker sonst dahin kommen und ja schon ein vorgefertigtes Meinungsbild haben und in einem Horizont agieren, der ihnen eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit mehr gibt, Frieden tatsächlich zu schaffen, wenn wir von Leuten wie Viktor Orban oder so jetzt mal absehen, aber jetzt so wie die westeuropäischen Politiker und den aktuellen US-Präsidenten. Differenziert hin, differenziert her. Wir schalten jetzt erstmal kurz nach Nordkorea, kommen dann zu Donald Trump zurück. Berichtet wird am 12. September, Nordkorea hat mehrere ballistische Kurzstreckenraketen von seiner Ostküste abgefeuert. Das teilte das südkoreanische Militär mit. Es zitiert, der ORF meint mit Nordkorea sicherlich die KDVR. Russische Medien berichten, am 11. September Pyongyang kündigt eine massive Aufrüstung seines Atomwaffenarsenals an. Die Maßnahme soll die Verteidigungsfähigkeit des Landes erhöhen. Eine besondere Bedrohung für Nordkorea stellen die USA und ihre Verbündeten dar. Nach groben Schätzungen verfügt der ostasiatische Staat über etwa 50 atomare Sprengköpfe. Kim Jong-un hielt eine Rede anlässlich des 76. Jahrestages der Gründung des Staates KDVR. Beim Pressefest der UZ in Berlin traf ich übrigens deutsche Freunde von der KDVR und kaufte mir einen Sticker. Einer ist als Ernst Thälmann auf Facebook aktiv. Ich grüße und will ja Nordkorea wie immer nicht nur auf das Militärische beschränken. Drum schauen wir auf die Nachrichtenseite Nae Nara. Dort wird berichtet von einer Tanzveranstaltung der Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes. Auch vom Einzug in neue Wohnungen in verschiedene Landwirtschaftsbetrieben im Bezirk Nordhamgon. Vorgestellt wird die Wonsaner Kiefer. Sie wächst am Lotusteich neben dem Gebäude der Landwirtschaftshochschule Wonsan. 1880 wurde sie eingepflanzt. 12 Meter ist sie hoch. 4 Meter dick am Wurzelhals, 3,7 Meter dick in der Brusthöhe und die Krone ostwestlich 11 Meter und südnördlich 12 Meter breit. Im Institut für hydrometeorologische Geräte der Akademie der Hydrometeorologie beim Amt des Hydrometeorologischen Dienstes wurde agrarmeteorologischer Beobachter entwickelt. Ein Satz wie Fischers Fritz. Und auch berichtet wird vom Schauauftritt vom Segelsport auf dem Fluss Taedong vor dem Monument der Juche-Ideologie in Pyongyang. Aber zurück zu Ann-Christine Iversens Einschätzung zu Donald Trump. Ich glaube, dass er im Nahen Osten sehr viel schlechtere Aussichten hat, dauerhaft Frieden zu schaffen, weil er eine viel zu einseitige Position zugunsten Israels einnimmt. Ob das jetzt vielleicht moralisch die richtige oder moralisch die falsche Position ist, ist dabei, glaube ich, völlig unerheblich. Es ist einfach nur so, dass ein Akteur, der auf einer Seite steht, in der Regel es nicht schaffen kann, ein ausgeglichenes Ergebnis zu vermitteln, aus meiner Sicht. Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt im Kern ein so... Ja, er will sicherlich Frieden, aber er wird sicherlich auch Gewalt androhen, wo es ihm nützt. Also da darf man sich eben auch nichts vormachen. Er ist jetzt nicht irgendwie ein Pazifist oder so. Blick der Russen auf Donald Trump. Also ich glaube nicht, dass die meisten hier in Russland das Gefühl haben, dass Trump ein großer Heilsbringer wäre oder irgendwas. Ich glaube, man hat da recht realistische Vorstellungen. Aber die meisten Menschen, die sich mit diesem Thema intensiver auseinandersetzen, sind, glaube ich, schon der Meinung, dass Trump die bessere Option wäre, wenn es darum geht, eben Frieden zu schaffen, aufgrund seiner eher neutralen Herangehensweise, sage ich mal. Und jenseits jetzt der Frage des Konfliktes oder der Konfliktlösung, nimmt man jetzt jemanden wie Biden oder auch Kamala Harris hier überhaupt nicht ernst. Also die Menschen auf der Straße. Wie sieht sie die Gefahr einer Konfrontation unter Donald Trump, USA, China? Was ich nicht so sehr glaube, ist, dass Trump so ein großes Interesse an einem tatsächlichen Krieg
mit China hat, weil auch der kostet wieder Geld. Und ich glaube, das wird er immer zu vermeiden suchen. Also wir haben ja jetzt bei der Biden-Regierung eine ganz starke Rhetorik auch in diese Richtung gesehen, was die sogenannte Verteidigung Taiwans angeht, was natürlich eine Verteidigung der amerikanischen Interessen ist, weil Taiwan die ganzen Chips nach in die USA liefert. Aber ich glaube, da wird sich Trump wahrscheinlich nach Möglichkeit zurückhalten und einfach weiterhin, das geschieht ja auch jetzt schon, muss man sagen, eigene Chipfabriken aufzubauen, um sich da unabhängiger zu machen. Natürlich wollen wir auch Ihre Einschätzung zu Kamala Harris hören, aber vorher... Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Ihr wisst, was zu tun ist. Abo, Kommentar etc. Ja, also wenn ich jetzt bösartig wäre, würde ich sagen, Ihre Kerninhalte sind, dass sie schwarz ist und eine Frau. Und jenseits davon ist da eben leider nicht viel Inhalt, jedenfalls kein eigener Inhalt. Sie führt einfach genau das fort, was in der Biden-Administration in den letzten Jahren nach vorne gepusht wurde. Sie haben es gerade schon erwähnt, die Identitätspolitik in all ihren Formen und Facetten und auch in ihrer fast radikalsten Form. Und Abtreibungsrecht soll auf jeden Fall, also man will letztlich sowas wie Roe v. Wade zurückhaben in irgendeiner Form. Und wie gesagt, bei Ann-Christine Iversen geht es etwas weniger kraftvoll. Zum Glück sind wir nicht bösartig und dass sie vor Geist strotzt, zeigt sie hier. Also ich denke, dass im Kern der jedenfalls bescheidene Erfolg der Demokraten darauf beruht, neben der Dämonisierung des Gegners, dass sie an das Mitleid und das soziale Gewissen der Mitmenschen appellieren und sagt, ja, aber diesen Menschen geht so schlecht, wir müssen denen doch helfen. Und das alles beruht auf diesem Gefühl, das da getriggert wird. Und wenn man jetzt nicht unbedingt das alles so ganz tief hinterfragt, dann denkt man natürlich, ja, aber diese armen Menschen, auch jene sexuellen Minderheiten und ihre Lebensentwürfe, ja, das ist ja auch alles so schrecklich. Das ist ja auch alles so schwer. Und dann müssen wir einfach was tun. Und wenn man das nicht tiefer hinterfragt, sondern bei diesem oberflächlichen Gefühl stehen bleibt, der Empathie, die ja grundsätzlich etwas Positives ist, dann kommt man wahrscheinlich zu dem Schluss, dass in Kombination mit der Dämonisierung des Gegners, dass man für die Demokraten stimmen sollte. Und das ist im Übrigen in Deutschland nicht anders. Es ist genau dasselbe Modell, genau derselbe Modus operandi, nur in einem anderen politischen System. Und das ist im Grunde genommen... Und deswegen finde ich es auch eigentlich wirklich abgrundtief böse, weil es das Gute im Menschen instrumentalisiert für den eigenen politischen Nutzen. Wow, Flavio, übernimm. Wer wird am Ende diesen Wahlkampf gewinnen? Harris oder Trump? Ich wage da ehrlich gesagt gar keine Prognose auf eine Person. Ich glaube, worauf es hinauslaufen wird, und das war genau die Absicht, als sie Biden in letzter Minute ausgetauscht haben durch Kamala Harris. Wir werden auf eine Situation hinauslaufen, die sich jetzt schon deutlich abzeichnet, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird. Und am Ende, und das ist eigentlich fast ein Super-GAU, wird jede Seite wieder behaupten, sie habe die Wahl gewonnen. Und dann sind wir in einer ähnlichen Situation wie 2020, 2021. Und was dann passiert, wir werden sehen. Wir werden sehen. Mit diesen Worten, Frau Iversen, bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für Ihre Zeit und die sehr kompetenten Ausführungen hinsichtlich des Wahlkampfes in den USA und wünsche Ihnen jetzt noch alles Gute, ganz liebe Grüße ins Reich des Bösen nach Russland in Moskau. Vielen Dank, ebenso. Ebenso, na lieben Dank an Christine Iversen. Vom einen Reich des Bösen ins andere Reich des Bösen zurückgegrüßt. Unser Dossier.
Regnet ist es in dem unseren am 26. September 2024 Donnerstag an Christine Iversen, auch bei Russia Today gesehen. Und bei der Vorbereitung fiel mir auf, was ich vergessen habe bei der Aufzeichnung mit Alexei Dankwart. Die kleine Station ID käme jetzt in den Einsatz, weil er hat einen aktuellen Artikel auf Russia Today verfasst, Daily Mail zu Kriegsvorbereitungen. Die NATO bereitet sich auf gigantische Verletztenzahlen vor. Die britische Daily Mail berichtet gestern über aktuelle Vorbereitungen der NATO auf einen dritten Weltkrieg. Interviewt wurde Alexander Solfrank, deutscher Leiter des NATO-Logistikkommandos. Er warnte vor schweren Verlusten. Es müsse alles dafür getan werden, damit die Ukraine noch 2 bis 3 Jahre gegen Russland kämpft. Diese Zeit werde benötigt, um die Arsenale der NATO-Armeen mit neuen Waffen auszustatten. Übersetzt: in 2 bis 3 Jahren, wenn die Ukraine ausgeblutet ist, planen Washington und London, die Kontinentaleuropäer, also uns alle, in den Krieg gegen Russland zu werfen. Interessant, eine Abbildung, vergleichbar mit Karten, die man aus dem Zweiten Weltkrieg kennt. Im Originalartikel der Daily Mail ist die Karte noch etwas ausführlicher. Dort sieht man zum Beispiel, in Frankreich sind Waffen stationiert, Soldaten werden in Spanien ausgebildet, Langstreckenraketen sollen aus Skandinavien abgefeuert werden, direkt nach Moskau, genannt auch Iran und Nordkorea, die Waffen nach Russland bringen würden. Ich weiß nicht, welche Nachrichten Sie gestern gesehen haben, aber wenn Sie dieses Bild nicht gesehen haben, dann wurden Sie gezielt desinformiert, mit der Absicht, Ihnen nicht zu sagen, wie nah Sie eventuell an einem großen Krieg stehen, natürlich auch mit völligem Interesse an eventuell Ihrem Tod. Wer das hier allen Ernstes vorbereitet, der will den Tod von Millionen Menschen. Auf russischer Seite und auf unserer Seite. Aber schauen Sie sich das selbst an, dailymail.co.uk, NATO prepares evacuation and rescue plans in case of war with Russia. Because we are fighting a war against Russia. Der ja auch offen kommuniziert wird, auch wenn das hier vielleicht ein Zufall war. Eine, sagen wir, nicht ganz professionelle Politikerin hier die Wahrheit herausgeplaudert hat. Unmissverständlich muss man sich auch in die russische Seite hineinversetzen. Diese wird darauf zu achten haben, dass nicht 80 Jahre später ein weiteres Mal Politiker, europäische Politiker, Dinge wie diese sagen. Ihrer Partei mittlerweile geht es an den Kragen. Robert Habeck lobt die Rücktritte von Grünen-Chef Ricarda Lang und Omid Nuripur. Dass wir nur eine Ideologie haben und diese Ideologie ist die Wirklichkeit. Für einen derart schnellen Rücktritt muss man allerdings Respekt zollen und kann hier nicht widersprechen. Der MDR zitiert Ricarda Lang, es brauche neue Gesichter, um die Partei aus der Krise zu führen. Jetzt sei nicht die Zeit, am eigenen Stuhl zu kleben. Ich ergänze, bei diesen beiden Leuten klebt er der Stuhl. Bei Männern toleriert man so das Wohlstandsbäuchlein. Eher übergewichtige Männer werden vielleicht auch als mächtig und stabil wahrgenommen, während die übergewichtige Frau abgewertet wird und eher davon ausgegangen wird, dass mit ihrem Körper etwas nicht stimmt. Die Präsidentin der Gesundheitshochschule Gera, Claudia Luxikorski, im MDR im März 24. Auch der Vorstand der Grünen Jugend tritt zurück. Der Führungsnachwuchs will geschlossen aus der Partei austreten, Spiegel berichtet. Was da genau los ist, vermag ich nicht einzuschätzen, aber ich habe ja zumindest hier mehrfach gefragt, wie Hochrüstung bis zum Atomkrieg und Umweltschutz miteinander zu vereinbaren wäre. How dare you? Taurus noch nicht geliefert. Das ist richtig. Auf in das grüne und jetzt auch blaue Herz Deutschlands, Thüringen, meine Heimat. Springers Welt zitiert den BSW-Europaabgeordneten Friedrich Pirner, kennen wir aus der Corona-Zeit. Das BSW sollte Vorgespräche mit der AfD führen. Jetzt gehen sie aufeinander los. Horst Seehofer gibt Angela Merkel die Schuld am Aufblühen der AfD, so Handelsblatt. Und Sabine Zimmermann, starke Frau in Sachsen beim BSW, Fraktionsführerin im Landtag in den Norden. dpa berichtet, die Fähre zwischen Sassnitz und Trelleburg wird eingestellt. Mehr geschossen soll werden auf den Wolf, das fordern Vertreter von EU-Staaten. dpa und ORF berichten. Gute Nachricht für alle zuhörenden Schafe. Weniger Wolfszene im Fleisch. Die Sabotage an Nord Stream vor 2 Jahren soll nach Spiegelinformationen vom damaligen Oberbefehlshaber der Ukraine autorisiert worden sein. Macht Nord Stream 2 auf. Peking testet eine Interkontinentalrakete im Pazifik. In Haiku fand die 14. internationale Messe für digitales Publizieren statt. Auch feiert China das 7. Bauernfest, Quelle CRE Online. Die USA und Rumänien vereinbaren einen Verteidigungskredit. Julian Assange spricht am 1. Oktober vor dem Europarat in Straßburg. Nationalratswahl Österreich, in Umfragen vorn die FPÖ, deutlich. Dann ÖVP, SPÖ, auch erfolgreich mit fast 4%. Die Bierpartei und die Kommunisten mit 3%. Burkina Faso will die BRICS-Mitgliedschaft beantragen.
Sollte der kommende Krieg mich meines Lebens berauben, in der letzten Minute werde ich optimistisch sein. Die klugen Länder Afrikas haben sich für die Zivilisation entschieden. Hier ist Rainer Braun und Sie hören eine kleine Radiodatei von Radio Marabu. Rainer Braun organisiert gerade die Friedensdemo am 3. Oktober in Berlin. In einem aktuellen Interview mit den Nachdenkseiten warnt auch er vor einem Atomkrieg. Marcello, es war ja wieder eine hammerharte Sendung. Sehr gut. Das Wetter bleibt verregnet. Zum Wochenende wird es deutlich kühler. Nachts Bodenfrost. Sonntag Wetterberuhigung. Kommende Woche von Westen unbeständiger, etwas milder. Marabu. Alternative Music.